Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Danke also auch für diese Einladung und hoffe, dass wir hinterher eine ganze Menge noch diskutieren können. Ich habe jetzt bei der Überschrift oder dem Titel Ihrer Tagung, natürlich Ihrer Veranstaltung, dieses Fragezeichen und das Ausrufungszeichen, diese Appellfunktion da auch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Ich denke, es ist keine Frage mehr, dass sich unsere Gesellschaft im Wandel befindet, dass auch an den Schulen eigentlich ganz viel passiert und es muss auch ganz viel passieren. Ich denke also, von daher ist das Ausrufungszeichen von großer Bedeutung. Ich werde ein paar Mal darauf zurückkommen am Schluss, was denn eigentlich passieren muss. Jetzt denke ich mal, viele von Ihnen sind relativ gut eingeweiht, was Spracherwerb angeht. Ich werde bei einigen Dingen vielleicht das Ganze beschleunigen können. Ich werde Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen, jetzt auch, die ich eigentlich immer stelle, wenn mal bei solchen Vorträgen mehr als nur zwei Personen da sitzen. Nämlich, wer von Ihnen ist denn eigentlich mehrsprachig? Okay, dann haben die anderen wahrscheinlich eine sehr konservative Vorstellung, ängstliche Vorstellung davon, wer sich als mehrsprachig bezeichnen kann. Ja, wahrscheinlich haben sie einen sehr großen Anspruch an die Mehrsprachigkeit. Denn alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, die schreiben natürlich nicht so, wie sie sprechen. Ne? Viele von ihnen sind mit einem Dialekt aufgewachsen. Das heißt, sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon ziemlich mehrsprachig. Also aus linguistischer Perspektive kann man sagen, wer Alltagsgespräche in mehr als einer Sprache führen kann, also dass man ihn oder sie auch versteht, ist auch schon mehrsprachig. Wer unterschiedliche Dialekte spricht, und vergessen Sie nicht, dass sich die Dialekte ja ganz massiv voneinander unterscheiden können. Ich habe Ihnen hier ein paar schwäbische Beispiele mal hingeschrieben. Ihan, Ihau oder Ihau. Ja. Mir, Ihr, Dui, Selle, Hand. Das versteht vielleicht auch hier schon kaum jemand. Nicht? Also ich habe, ihr habt und so weiter. Nicht? Also auch die Dialekte unterscheiden sich schon in ganz vielen Details. Dann wer mit einem Dialekt als Erstsprache aufwächst. Ich müsste Ihnen eigentlich mal zeigen, was ich... Ach so, Moment, das geht noch nicht so weit. Ja, Moment. Also wer mit einem Dialekt als Erstsprache aufwächst und dann, wie viele von Ihnen in der Schule mit dem Standarddeutschen in Berührung kam, lesen und schreiben lernen musste, also auch wieder eine ganz andere Art von Deutsch lernen musste, ist auch spätestens in dem Moment dann auch mehrsprachig. Genau wie diese Kinder hier aus Friesland, die Wat hest du sekt, das ist auch etwas, was man nicht unbedingt überall in Deutschland verstehen kann. Ich habe noch eine Frage an Sie. Welche Varianten des Deutschen sprechen Sie? Welche verstehen Sie? Und wie verstehen Sie das eigentlich? Das will ich an ein paar Beispielen auch mal illustrieren. Also sagen Sie Mathematik oder wenn Sie aus Österreich stammen, dann sagen Sie Mathematik beispielsweise, nicht? Also die Betonungsmuster sind unterschiedlich, nicht? Oder manche von Ihnen gehen ins Büro, andere gehen auch ins Büro. Wenn Sie zum Beispiel in der Schweiz aufgewachsen sind. Brauchen Sie noch einen Teppich? Wenn Sie das von jemandem gefragt werden, was fragt man Sie eigentlich da? Was könnten Sie brauchen, wenn das jemand fragt? Wisst das jemand? Eine Decke. Ja, eine Decke, genau, eine Decke, genau, genau. Als ich das erste Mal bei einer schwäbischen Familie übernachtet habe, und man mich abends dann fragte, brauchen Sie noch einen Teppich? Habe ich das auch nicht verstanden. Ich habe auf den Boden geguckt und habe gedacht, also Teppiche liegen hier eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich noch einen Teppich brauchen sollte. Das hier hätte Sie mir Säle, das können Sie auch in Tübingen hören. Also Säle ist das schwäbische, kleine schwäbische Baguette, also schmeckt sehr gut, zu empfehlen, hätte Sie mir Säle. Auch interessant hier dieser Dativgebrauch. Ne? Hätten Sie mal eine Seele? Der Peter hat die Gabi gesucht. Wem von Ihnen geht das locker über die Lippen und wem nicht? Ja. Und wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, wieso? Ja, nicht? Also Artikel im Süddeutschen, Süddeutscher, Sie
Je mehr Sie nach Süddeutschland gehen, desto obligatorischer wird der Artikel. Und im Norden würde man Ihnen wahrscheinlich eine Sprachtherapie anraten. Max ist größer wie Moritz. Ja, also auch im Süden völlig okay. Wenn ich vor Lehramtsstudierenden spreche, dann denken die, das ist völlig unmöglich. Aber man kann im Grunde schon beides gut verwenden. Dem Papa seine Pizza schmeckt gut. Also wenn ich dieses Beispiel vor Nordlichtern benutze, dann halten die das für den Inbegriff der Bildungsferne. Aber dieser possessive Dativ, der taucht eigentlich in allen deutschen Dialekten auf. Ist nur eben im, sozusagen im Standarddeutschen nicht vertreten, seltsamerweise eigentlich. Ne? Ich sage für die Mama, wer von Ihnen versteht das? Kommt jemand aus dem Ruhrgebiet? Also ich sage der Mama, ich sage für die Mama. Ne? Da können Sie auch bei die Mama beikommen. Ne? Wen glaubst du, dass er gesehen hat, ist etwas, was im Süden locker, Ihnen locker über die Lippen ginge, aber was Sie wahrscheinlich nicht schreiben würden. Im Norden ist es ungrammatisch. Ja, für diejenigen aus dem Norden wäre dieses Wen und das zusammen ungrammatisch. Und die Manama-Variante, Schwes, wenn das Kschee hosch, verstehen Sie wahrscheinlich überhaupt nicht. Ne? Schwes, ich weiß, wen das du gesehen hast, ne? Wen das Kschee hosch. Und noch eine Frage, wenn ich jetzt sage, das passt wie die Faust aufs Auge. Wer von Ihnen würde denn dann sagen, ich hätte gesagt, da passt was? Okay. Okay, gut. Und die anderen müssen genau das Gegenteil sagen. Das ist immer sehr schön, wenn man dann eine größere Gruppe hat. Das verteilt sich dann immer so ein Drittel, zwei Drittel. Mal in der einen, mal in der anderen Richtung. Also da sehen Sie auch, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man solche idiomatischen Wendungen verwendet, dann zu wissen, was der andere eigentlich gemeint hat. Und es gibt nur entweder die eine oder radikal die andere Interpretation. Also wenn Studierende zu Ihnen kommen und fragen, wie hat Ihnen denn meine Hausarbeit gefallen, müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein, wenn Sie sagen, hat ja gepasst wie die Faust aufs Auge. Ne? Denn die einen werden sehr beglückt sein und die anderen werden sehr betrübt sein. Naja, und dann, worauf ich jetzt mal gar nicht eingehe, ich werde später nochmal darauf zurückkommen, dass auch der Plural sich von Dialektgebiet zu Dialektgebiet unterscheidet. Und zwar so auch, dass es praktisch sich wie ein Standard dann in den Zeitungen findet, wie hier. Das war ein Faschingswagen von vor ein paar Jahren in der Heidelberger Zeitung abgebildet. Die Motivwägen sind noch immer nicht in Sicht. Nicht, also Standarddeutsch wäre dann auch wieder zu sagen, die Motivwagen sind nicht in Sicht. Ja, was ich jetzt mit Ihnen vorhabe, ich werde erst mal sagen, was Sie nicht erwartet, nicht worauf ich nur mal ganz kurz eingehe und dann aber nicht weiter. Ich werde etwas über Sprache allgemein sagen und sagen, gerade wenn man Wandel untersuchen will, dann ist die Welt ein perfektes Sprachlabor. Dann werde ich über den Wandel par excellence sprechen, nämlich über Spracherwerb und ein paar Erwerbsszenarien. Auch dann noch auf ein neueres Projekt eingehen, an dem ich jetzt gerade beteiligt bin, zum Erwerb von Heritage-Sprachen. Ich werde dann auf die Dynamik hinweisen, und zwar Dynamik aus zwei Gründen. Einmal auch wegen des Fehlens von Input. Was passiert denn, wenn nicht ausreichend Input zur Verfügung steht? Und dann auch, wie stabil ist ein System, auch gerade, wenn es, obwohl es mit anderen Sprachen im Kontakt steht. Also auf Stabilität und Dynamik werde ich ein bisschen eingehen und ein paar Bereiche identifizieren, die in die eine oder in die andere Kategorie fallen. Und dann denke ich auch, würde ich gerne darauf eingehen, was für Wandel ich denn für nötig halte, also einen dringenden Perspektivwechsel ansprechen. Ich denke, da gehen wir alle wieder in die gleiche Richtung, wenn es darum geht, wie können wir denn unser Schulsystem zum Wandeln, zum konstruktiven Wandeln eigentlich bringen. Und der Perspektivwechsel, und das sollte die Bildungspolitik eigentlich freuen, der Perspektivwechsel an sich ist ja kostenlos, nicht? Der muss im Kopf passieren. Die Folgerungen daraus sind dann nicht mehr kostenneutral, denn da muss man auch nochmal Dinge neu auf den Weg bringen. Man muss für mehr Ausstattung in Kitas und auch in Schulen sorgen, nicht? Aber erstmal die wichtigste Voraussetzung wäre die, dass sich da in den Köpfen einiges passiert, und das kostet nun Gott sei Dank noch nichts.
Ja, meine persönliche Wunschliste für den Wandel der Schule und damit der Gesellschaft, der wird, glaube ich, immer wieder anklingen. Also was ich jetzt nicht mache mit Ihnen, obwohl es unheimlich spannend wäre, aber ich bin ja Anglistin eigentlich, ich werde Sie jetzt nicht in die Geheimnisse des Sprachwandels anhand zum Beispiel des Hildebrandslieds, was einige von Ihnen vielleicht in der Schule noch mit einigen Strophen lernen mussten, einweihen, obwohl die Geschichte dieses Lieds hochspannend ist. Nicht? Das wurde also in Oberitalien mal wohl als erstes verfasst und dann wanderte es langsam nach Norden, tauchte in sagen wir, altbayerischen Handschriften oder mit altbayerischem Einfluss auf, dann altsächsisch noch obendrauf und dann landete es später in Fulda, wo es immer noch ist. Also man kann das aus heutiger Perspektive mit akribischer Kleinarbeit so ein bisschen rekonstruieren, aber das, was wir machen, nämlich Lernersprachen rekonstruieren, ist mindestens genauso spannend. Also ich verzichte jetzt auf das Hildebrandslied und ich denke, dass Sie mir das gut nachsehen werden. Worauf ich auch nicht eingehen werde, ist etwas, was ein amerikanischer Linguist, Bollinger, schon in den 80er Jahren so formuliert hatte, dass er sagte, Language is a loaded weapon. Und das passt im Grunde zu dem, was wir tagtäglich auch erleben, wenn wir uns anschauen, wie mit Sprache eigentlich umgegangen wird, was wir mit Sprache ausrichten, aber auch, was wir mit ihr anrichten. Und ich denke mal, ein Schulfach Sprache wäre eigentlich ganz gut, mit dem man erst einmal auch über solche Themen sprechen könnte. Darauf gehe ich später auch noch ein bisschen ein. Also beispielsweise die Verrohung der Sprache. Also nicht die Sprache verroht, ne? Ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig, dass die Sprache an sich nicht verroht, sondern die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Es gibt einen sehr schönen Artikel dazu von dem Henning Lobin, dem Rektor des EIDS, warum wir eine Ethik der Metapher brauchen. Denn die Sprachwahl, die wir an den Tag legen, ist nun selten neutral und evoziert in der Regel ganz bestimmte Frames, mit der wir an Emotionen und an Vorwissen und vermeintliches, geteiltes Wissen appellieren. Das zeigt sich übrigens sehr schön, wenn man mal Kriegsberichterstattung anschaut, mal aus der einen oder aus der anderen Perspektive. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt die Presse betrachten, die dann aus Sicht der hauptkriegsführenden Partei schreibt, dann redet man über die Gegner als die Horde. Nicht? Da denkt man gleich an irgendwie Lord of the Rings, an die Orks, die da durch die Wildnis rennen. Da wird getötet und man tötet auch noch Zivilisten. Während unsere Jungs oder Mädchen, das sind eben Jungs oder Mädchen, ne? Also die sind auf unserer Seite. Wir reden darüber, als ob sie eigentlich Kinder wären, also unsere Kinder sind. Bisschen unschuldig, ne? Obwohl sie das Gleiche tun als Soldaten und Soldatinnen. Nicht? Das Ergebnis sind auch wieder tote Zivilisten oder überhaupt tote Menschen. Aber wir neutralisieren. Ne? Wir töten nicht, wir neutralisieren. Und das Ergebnis sind dann nicht die toten Zivilisten, sondern das sind dann Kollateralschäden. Ja, sowas passiert nun mal. Nicht? Also da sehen Sie auch wieder ganz bestimmte Frames und auch ganz bestimmte Emotionen dahinter appelliert wird. Dann mehr oder weniger subtil finden Sie das alles auch, wenn Sie sich beispielsweise auch Wahlplakate anschauen. Nicht? Einige von Ihnen haben vielleicht dieses Wahlplakat aus Österreich gesehen. Mit dem Titel Deutsch im Pausenhof, damit du verstehst, was über dich geredet wird. Da sehen Sie eine junge Frau im Vordergrund und im Hintergrund tuscheln dann zwei andere Mädchen. Was wird denn da präsupponiert? Also was wird als wahr vorausgesetzt? Also erstens, dass die über dich tuscheln. Ne? Also wenn da jetzt jemand tuschelt, dann denke ich, die müssen wohl über mich reden. Das sagt ja auch einiges über mein Ego aus, ne? Wenn ich denke, die haben nichts anderes zu tun, als über mich zu tuscheln. Nicht? Zweitens wird natürlich, ist auch ein bisschen eigenartig, und das ist ja eigentlich eine ganz lustige Konsequenz dieser Präsupposition, nämlich, wäre es denn besser, wenn sie Deutsch tuscheln würden? Ja, also aus meiner Sicht wäre das Getuschel dann genauso unangemessen im Grunde. Und drittens natürlich auch noch
Ja, also wie gesagt, was ich eben sagte schon, ist es denn besser, wenn jemand in einer anderen Sprache tuschelt? Also tuscheln ist ja generell nicht gerade das ein sehr schönes, höfliches Miteinander umgehen. Nicht? Also von daher sind solche Plakate dann nicht nur einerseits ärgerlich, weil sie das Falsche suggerieren und auch Angst schüren natürlich, aber auch, weil sie manchmal dann auch zu so etwas humoristischen Schlussfolgerungen führen. Klar ist, dass in die Schule so etwas gehört wie ein Gespräch darüber, wie wir uns über Sprache solidarisieren, wie wir andere ein- oder ausgrenzen beispielsweise. Also ich glaube, das sind ja auch Erfahrungen, die Jugendliche, sobald sie mit Gruppen interagieren, aus eigenem Wissen gut kennen. Und sowas gehört natürlich in die Schule. Aber alles das werde ich jetzt nicht mehr ansprechen. Es ist interessant, wenn wir uns mal anschauen, wie wir eigentlich selbst über Sprachen reden. Also wir reden über Sprache, als ob es sich dabei um Organismen handelt, die leben, die sterben, brutal werden oder auch verrohen. Oder um Objekte, die man erwirbt, also Spracherwerb, oder wie ein Erbstück gut erhalten, ohne Änderung weitergeben könnte. Und das ist natürlich aus linguistischer Sicht überhaupt gar nicht zu erwarten. Nicht? Also, dass man Sprachen wie ein Objekt, gut wie einen Schrank oder einen Ring, den man weiter vererben kann, tatsächlich weitergeben kann. Denn Sprachen, darum, wenn wir von Sprache reden, meinen wir eigentlich ganz unterschiedliche abstrakte, kognitive Strukturen, überwiegend implizite Kenntnissysteme, dazu sage ich dann später mehr, die sich auch unabhängig voneinander wandeln können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also sie können neue Sprachen lernen, obwohl sie es vielleicht dann mit der Aussprache nicht so gut hinkriegen. Oder sie wandern mitsamt ihrer Erstsprache irgendwo anders hin und ihre Aussprache wird dann auch mit der Zeit von einer neuen Sprache beeinflusst beispielsweise, nicht? Ohne dass sich an ihrer Grammatik irgendetwas ändern müsste, aber beispielsweise die Aussprache als eine separate Ebene. Dann Lerner und Lernerinnen können sowieso eine Sprache nicht einfach so übernehmen. Sie müssen sich diese Systeme eigentlich vom Scratch, also anhand von Indizien, die ihnen ihre Umgebung liefert, ganz wieder neu rekonstruieren und zusammenbauen. Dazu sage ich dann später auch noch einiges. Ja, die Welt ist im Grunde ein wunderbares, manchmal trauriges, aber auch aus Sicht der Linguisten hochinteressantes Sprachlabor. Wenn man sich es mal anschaut, wie sieht es denn jetzt mit dem Aussterben der Sprachen aus oder beispielsweise der Dialekte, dann sehen wir auch, dass in Deutschland die Dialekte auch auf dem Rückmarsch sind. Sie werden weniger gesprochen, von weniger Menschen gesprochen. Insgesamt kann man auch davon ausgehen, dass von den 6.000 bis 7.000 Sprachen, die wir zählen, 2.500 zu den bedrohten Sprachen gehören. Und man fragt sich natürlich, wieso eigentlich? Nun, weil nicht die Sprachen an sich als Sprache sterben, aber die Menschen sterben, die Sprecher sterben. Die letzten Sprecher und Sprecherinnen, die diese Sprachen gesprochen haben, sind dann nicht mehr da. Die Sprachen werden beispielsweise nicht mehr von Kindern erworben und auch deswegen vielleicht nicht, weil die Eltern schon zu einer anderen Majoritätssprache übergegangen sind. Also es gibt viele Gründe, warum Sprachen verschwinden, auch natürlich aufgrund von Sprachverboten, mit denen man auch in Deutschland sehr unselige Erfahrungen gemacht hat. Es ist aber auch möglich, Sprachen zu revitalisieren. Das ist dann meistens nicht kostenlos, sondern da muss man in sehr gute vorschulische und schulische Einrichtungen investieren. Das hat man in Wales mal so gemacht und natürlich entstehen jederzeit auch wieder neue Dialekte. Sie alle kennen es. Kiezdeutsch vielleicht mit bestimmten Merkmalen oder Ethnolekte nennt man sie auch. Ganz, sagen wir auch gerade jugendsprachliche Varietäten, die dann bei den Menschen der älteren Generation nicht immer auf viel Verständnis stoßen, weil man leicht denkt, die können nichts anderes. Aber auch das ist nicht so, nicht unbedingt so jedenfalls nicht.
Und dann machen sich ganz viele ja natürlich sehr große Sorgen hier in Deutschland. Was ist denn, wenn das Deutsche nun wirklich ausstirbt? Also mein Vorschlag wäre, im Notfall holen wir uns das aus der Schweiz zurück. Hier sehen Sie eine Schweizer Politikerin, die sagt, das überall zu hörende Hochdeutsch geht mir langsam aber sicher auf den Geist. Man hat zu viele Deutsche in der Schweiz. Und ich denke, wenn wirklich mal was ganz Dramatisches hier mit unserem schönen Deutsch passiert, dann holen wir es uns doch aus der Schweiz. Die Frau wäre sicherlich glücklich, wenn wir die ganzen Erstsprachler oder Muttersprachler des Deutschen wieder zu uns nehmen würden. Ja, was hat der Sprachwandel eigentlich mit uns zu tun, mit uns allen zu tun? Und sprachliche Veränderungen sind tatsächlich Alltagsgeschäft. Weil wir, und wir können mal dieses Wie hier korrigieren zu wir, weil wir sehr empfänglich sind für das Prestige von Varietäten. Also je nachdem, zu welcher Gruppe wir gehören wollen, passen wir uns den Sprechweisen dieser Gruppe an. Das kann auch heißen, wenn wir zu den Jugendlichen gehören, dass wir uns bestimmte rituelle Arten der Beschimpfung aneignen, weil die in einer bestimmten Gruppe eben zur soziolinguistischen Orientierung und Identität gehören. Und ich würde Sie bitten, sich mal zu überlegen, wie Sie einige Wörter verwenden oder wer von Ihnen sie verwendet. Also wir wissen heute, glaube ich, alle, dass geil nicht mehr das heißt, was meine Großmutter unter geil oder meine Mutter unter geil verstanden hätte. Ne? Also wenn meine Großmutter gehört hätte, dass ich über jemanden sage, der ist voll der geile Typ, also erstens hätte sie diese Art der Nominalphrase nicht gebildet, der volle Typ, ja, der geile Typ, voll der geile Typ, diese Art der syntaktischen Konstruktion hätte sie nicht gekannt und sie hätte wahrscheinlich die Polizei gerufen, wenn ich gesagt hätte, der ist voll der geile Typ, ja. Prima oder super oder klasse, nicht? Je nachdem, wie alt Sie sind, verwenden Sie vielleicht das eine oder das andere. Wer von Ihnen versteht denn noch, was versieben eigentlich heißt? Okay, gut. Gut, das zeigt also schon, es gab hier so vier Hände, die da hochgehen. Ne? Ich habe es versiebt oder ich habe es vergeigt. Ne? Ja. Und das ist auch, also viele meiner Studierenden, selbst wenn die mit Deutsch als Erstsprache aufgewachsen sind, verstehen das nicht mehr. Die verstehen auch nicht, wenn ich sage, der bugt den ganzen Tag. Das würde ich auch nicht sagen. Ne? Der hat den ganzen Tag gebacken. Aber die verstehen, wenn ich sage, der bug Kuchen und so, dann haben die eine Ahnung, worum es geht. Aber das liegt dann nicht an dem bug, sondern das liegt dann an dem Komplement. Nicht? Also bug ist eigentlich so gut wie ausgestorben. Interessant auch, wenn Sie mal ein Seminar machen über idiomatische Wendungen und dann sagen Sie, der hat mir einen Bärendienst erwiesen. Was heißt das denn eigentlich? Was heißt es denn? Hat jemand einen Vorschlag? Was es heißt, ja? Gefallen getan. Ein Gefallen getan, okay. Und? Einen? Kein Gefallen getan. Okay. Er hat sich selbst keinen Gefallen getan. Okay. Was meinen Sie? Ein Dienst, aber ein schlechter Dienst, weil ja. Nicht gut intendiert, aber schlecht am Ende. Genau. Also wenn Sie das jetzt zusammenfügen, was Sie beide gesagt haben, dann kommen Sie hin. Ne? Also man möchte was Gutes tun für das Gegenüber, aber es stellt sich heraus, dass das nicht der Fall ist. Nicht? Also Pech gehabt. Nicht? Das ist so ähnlich jetzt wie mit diesem Beispiel von vorhin, den passt wie die Faust aufs Auge. Ne? Das geht uns leicht über die Lippen, aber es sind eben auch andere Bedeutungen dahinter. Und ich habe neulich gemerkt, auch in einem Kreis von so etwa 22, 23-Jährigen, dass die das tatsächlich nur im positiven Sinne, ne? Der hat mir was ganz Tolles, was Liebes getan, verstanden haben. Ne? Ja. Dann, ich kam spät, weil ich habe verschlafen, das weil in der Funktion von denn, das geht uns auch ganz locker über die Lippen. Interessant auch, wenn Sie jetzt mal ein bisschen an die Pragmatik denken, wenn Sie zu jemandem sagen, danke für den Kaffee, dann hören Sie heutzutage oft nicht gern geschehen, sondern kein Problem. Ist auch eigenartig, ja? Also was soll denn das heißen, wenn ich mich bedanke und... Dann sagt jemand, kein Problem. Interessant auch, das werden viele von Ihnen beobachtet haben, wenn Sie Sprechstunden abhalten oder am Telefon jemanden, oder gehen ans Telefon, weil jemand mit einem, also einen Rat erwartet. Und dann das Erste, was die Person nach einem Namen vielleicht sagt, ist und zwar.
Nicht also ganz neues, ein ganz neuer Eröffner für eine Unterhaltung, während sie eben früher gesagt hat, ich komme zu Ihnen, weil ich gern was diskutieren möchte und zwar und so weiter. Und jetzt spart man sich diesen Vorspann und geht gleich da rein. Also ich denke, ich begegne das mindestens einmal am Tag. Und es gibt dazu auch von der Helen Leuninger, die ja hier mal Professorin war, gibt es auch dazu einen Artikel und zwar, ja. Ja, noch etwas Grundlegenderes zu Sprache, das kann ich aber, glaube ich, sehr schnell machen, weil ich meine mal, Sie sind alle daher bestens dahingehend informiert. Also einmal ist die Sprache natürlich unsere Dauerbeschäftigung. Sie ist sozial, kognitiv, motorisch und komplex in jeder Hinsicht. Also wir müssen hunderte Muskeln innervieren, aktivieren, deaktivieren, wenn wir so einigermaßen artikulieren wollen, wie ich das jetzt tue. Kognitiv komplex, ganz klar. Sozial auch komplex, wenn Sie adressatengemäß sprechen wollen. Unser aktiver Wortschatz umfasst also eine ganz stattliche Anzahl von Wörtern. Der passive ist noch größer. Die normale Sprechgeschwindigkeit, etwa 150 Wörter, das sind so etwa 2 bis 3 Wörter, Entscheidungen, Wortentscheidungen pro Sekunde. Das ist eigentlich auch ganz eine ganz schöne Leistung, die wir da eigentlich verbringen. Und dann lässt uns die Sprache auch nicht kalt, ne? Weil die Wortwahl, wie wir eben schon gesehen haben, auch nicht neutral ist. Und die Wortwahl können wir eigentlich noch ganz gut kontrollieren. Die ist dem Bewusstsein noch eher zugänglich als andere Bereiche der Grammatik. Also von daher auch meine Hoffnung, dass man noch mal was gegen die Verrohung der Sprachverwendung tun kann, weil das dem Bewusstsein eher zugänglich ist. Also mit der Sprache verraten wir ganz viel über uns selbst, wer wir sind, woher wir kommen, was unser Bildungshintergrund ist, was unsere sozialen Aspirationen sind und so weiter. Also ganz viele Dinge auch verraten wir natürlich, wie wir andere wertschätzen oder geringschätzen. Wollten Sie gerade was fragen? Mhm. Ja? Also das ist eher eine Aussage, glaube ich. Da stärker als Tatsache hinstellen und sich aber gleichzeitig widersprechen, insofern, als wir ja ständig umlernen. Das heißt, nur, ich glaube, mittlerweile sind es nur noch 2 Worte, die ich nutze, zeigen, dass ich ursprünglich aus Berlin komme, obwohl ich Hochdeutsch mittlerweile spreche und gelernt habe. Wir lernen ja auch nur diese selben Fragen. Das heißt, ich verrate gar nicht so viel, wenn ich es nicht ausdrücklich, also ich muss es selber sagen. Also die Echtheit aber auch eben nicht. Ja, aber wenn Sie jetzt angerufen würden von Ihrer Familie aus Berlin beispielsweise und ich stünde zufällig daneben, dann würde ich wahrscheinlich hören, dass Sie jetzt eine andere Varietät sprechen. Wäre auch wieder für mich erkennbar, dass Sie dann in einen anderen Dialekt beispielsweise wechseln. Also ich konstruiere jetzt wieder so eine Situation. Ne? Denn ich denke mal, Sie würden dann nicht unbedingt mit Ihrer Oma oder Ihrer Mutter genauso reden, wie Sie mit Ihrem Nachbarn hier reden würden. Nicht? Das kommt dann ganz automatisch, ganz automatisch. Momentaufnahme, dieser Ausschnitt. Ja. Ja. Also wie ich ja eben sagte, wir haben ja nicht nur eine Varietät zur Verfügung, sondern mehrere. Ne? Und über dieses Ensemble von, um das ganze Repertoire identifizieren wir uns natürlich oder geben uns dann auch zu erkennen. Ich habe in Tübingen längere Zeit gearbeitet und wir hatten eine Sekretärin am Lehrstuhl, die mehrere schwäbische Dialekte beherrschte. Und für meinen damaligen Chef und mich war es ein großes Vergnügen, wenn das Telefon läutete und irgendjemand aus ihrer Verwandtschaft anrief, weil wir dann so geraten haben, ist das jetzt die Tante von der Alp da oder ist das die Mama aus dem Nachbardorf? Nicht? Also auch, weil sich die Dialekte dann auch unterschieden haben. Nicht? Also wichtig ist, dass Sprache uns eben emotional auch sehr stark packt. Und das Gros sprachlicher Kompetenz ist implizites Wissen, verbirgt sich eben gut verborgen im Kopf. Und wie kommt man da eigentlich ran? Also eine Möglichkeit, man kann natürlich Experimente machen, das ist ganz klar. Man kann aber manchmal auch einfach nur um bestimmte Reaktionen auf bestimmte Formen bitten. Also Sie alle würden sofort sagen, auf der Ebene der Phonologie, Ftick ist kein mögliches deutsches Wort. Die Pädagogen unter Ihnen und Psychologen unter Ihnen kennen den Herrn Ftenakis, nicht? Wo wir genau diesen Onset im Griechischen haben, den wir im Deutschen nicht haben. Wenn ich jetzt plötzlich Hase anders betone, klänge ich eher französisch, ne? Asé,
Ich habe einen großen Asen gesehen. Ja? Und hier zum Beispiel, der Tiger ermordete seinen Wärter. Warum ist das komisch? Oder warum würden Sie das jetzt nicht sagen? Ja, gut, genau. Also der Tiger ist praktisch nicht der Art von Agens, der recht, sagen wir, der schuldfähig ist im Sinne des Mordes. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Ja? Dann, wer will einen Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Das können Sie von morgens bis abends singen. Das macht die Struktur nicht besser. Ne? Ja? Ärgerkeit, Bequemlichnis, das sind keine möglichen Wörter. Das sind mögliche Wörter, aber sie werden nicht gebildet, sei es Bequemlichkeit oder Ärgernis. Und das können Sie alles spontan sehen, wenn Sie Deutsch erworben haben, selbst wenn Sie das noch nie vorher gesehen haben. Und wir müssen im Deutschen natürlich ständig unterscheiden, ob es nun angemessen ist, jemanden zu duzen oder ob wir ihn oder sie siezen. Auch das erreicht natürlich dann wieder die Ebene unseres Bewusstseins. Ja, dann, das steuern wir dann recht gut. Also das ganze Paket müssen wir irgendwie packen. Also viele unterschiedliche Ebenen werden da erworben und müssen irgendwie alle zusammenpassen. Und auf allen diesen Ebenen kann es zu Veränderungen kommen. Beispielsweise durch Sprachkontakt oder zum Beispiel, dass Sie bestimmte Dinge einfach nicht mehr hören. Oder Sie erleben ab einem ganz, ganz bestimmten Punkt Ihrer Entwicklung, gibt es keinen neuen Input mehr. Ne? Keine Sprecher mehr da, dann wird sich Ihr System natürlich auch entweder nicht mehr weiterentwickeln oder auch anders entwickeln. Jetzt noch mal ganz kurz zu dem, was wir eigentlich in der bei der Sprachverwendung in Echtzeit leisten. Merken Sie sich den Versprecher, den ich eben auf der Zunge hatte oder schon ausgesprochen habe, weil ich gleich auch noch was zu Versprechern sagen werde. Wir sprechen davon, dass Sprachproduktion inkrementell erfolgt. Nicht? Also wir im Idealfall denken wir darüber nach, was wir sagen wollen. Ich würde das jetzt nicht für alle beschwören wollen, aber das ist mal so der Default-Fall. Also wir konzeptualisieren, dann geht es darum zu formulieren, da wird so die grammatische Struktur auch gebildet und schließlich artikulieren wir. Also dieser Prozess erfolgt in einer ganz bestimmten Reihenfolge und während wir artikulieren, konzeptualisieren wir natürlich weiter, formulieren weiter. Also wir sind in der Lage, auf ganz vielen Ebenen parallel zu operieren und gleichzeitig unsere eigene Sprachplanung und das, was wir gerade tun, auch zu überwachen. Also das nennt man dann Monitoring. Manchmal können Sie sich stoppen, bevor Sie einen Versprecher produzieren. Das wäre dann die proaktive Reparatur. Dann zögern Sie vielleicht, sagen oder produzieren irgendwelche Füllsilben, ohne dass Ihr Gegenüber einen tatsächlichen Versprecher gehört hat. Manchmal müssen Sie retroaktiv reparieren, dann haben Sie sich schon versprochen und müssen das hinterher korrigieren. Und wenn Sie mehrsprachig sind, dann sind Sie natürlich auch in der Lage, so ein polyphones Prinzip anzuwenden. Also Sie sind eigentlich mehrstimmig. Sie können dann in mehr als einer Sprache planen und diese Sprachen dann auch entsprechend einsetzen. Also ich zeige Ihnen das mal anhand eines von Daten aus einem DFG-Projekt, das ich mit Kollegen und Kolleginnen durchgeführt habe. Ich spiele Ihnen das jetzt mal nicht vor. Ja, eine bayerische Sprecherin in den USA, die dann sagt, dann hat seine Frau zu mir gesagt, why are you leaving us now? Das sag ich, because I would like to laugh once in a while und so weiter. Ohne Unterbrechungen, hier künstlich eingefügte Kommata, damit Sie das besser lesen können, nicht aber reibungslose Produktion. Und Sie sehen auch, dass das relativ ordentlich ist. Ne? Die Verben des Sagens, des Denkens, der Rahmen in der einen Sprache, da der Inhalt in der anderen Sprache, nicht? Also das Komplement eigentlich der Verben in der anderen Sprache, nicht? Und ohne, dass die Person dadurch durcheinander käme. Wenn wir diese Menschen, die bei uns in diesem Projekt mitgewirkt haben, dann in monolinguale Kontexte gebracht haben, indem sie dann nur mit ihren amerikanischen Nachbarn sprachen oder ihren amerikanischen Enkeln, dann sind diese Mischungen verschwunden. Und wenn wir sie mal dazu kriegen, nur Deutsch zu reden, durch einen Telefonanruf nach Deutschland, dann ist das Englische so gut wie ganz verschwunden, mit Ausnahme der Diskursmarkierer, wie well vielleicht mal und you know. Nicht? Die sind
längst neutral und werden nicht mehr der einen oder anderen Sprache zugeordnet. Was ich damit sagen will, ist, dass die Mischung unter der Kontrolle des Individuums ist. Nicht? Also nicht jeder einzelne Mischschritt, aber wenn der Kontext so ist, dass monolingual erwartet wird, dann verschwinden die Mischungen auch. Ja, Versprecher, darauf habe ich eben schon hingewiesen, passieren natürlich gerade, weil alles so schnell gehen muss und weil wir so viele Dinge gleichzeitig tun. Und das Schöne für uns ist, dass diese Versprecher eine unerschöpfliche Quelle des Humors für uns sind. Nicht? Also beispielsweise, wenn jemand nach dem Sport sagt, mir taten alle Körper im Knochen weh, anstatt mir taten alle Knochen im Körper weh. Und dann darüber lacht. Ja, an den Fingern hatte er kleine Blandbrasen, dann lachen, Brandblasen. Das nennt man übrigens einen Virus, diese wiederholten Versprecher, die man nicht gleich reparieren kann. Und er hat Hochhaus, dann wird gelacht, haushoch verloren. Das letzte Beispiel stammt von einem Kind. Also auch da zeigt uns das Lachen wieder diese Reparatur, den Reparaturbedarf an, da eigentlich, und dass man das selbst auch ganz lustig findet. Also wenn Sie sich dafür interessieren, dann kann ich Ihnen auch wieder die Publikation von der Helen Leuninger empfehlen, die wunderbare Versprechersammlungen hier in Frankfurt zusammengestellt hat. Und natürlich finden wir auch sprachübergreifende Versprecher. Also hier beispielsweise aufgrund der Koaktivierung von Hope und Hoffen, eine Sprecherin, die sagt, I was hoping, der Virus, ne? Es geht nicht gleich weg. I was hoping. Nicht Hoffen und Hopen sind semantisch assoziiert über die Sprachgrenze hinweg, sind auch von der, sag mal, von der Aussprache her, von der Form her ähnlich genug, zumindest im Onset, um sich gegenseitig zu aktivieren. Interessant ist es nun auch, wenn man sich anschaut, wenn mehrsprachige Menschen, wie gerade zum Beispiel Menschen wie diese Auswandererin, die ich Ihnen eben schon mal da gezeigt habe, wenn die schreiben, was passiert denn dann? Was zeigen sie uns in Briefen? Und wenn wir uns dann spontan geschriebene Briefe, die an Verwandte geschrieben wurden, anschauen, dann sehen wir auch, wie in diesen Briefen diese Korrektur sichtbar wird, ne? Wo man versucht, die Interferenz durch die andere Sprache rauszuhalten. Also hier, dass es mir auch tut gut vielleicht, ja? Also dass das Verb vielleicht schon vorgezogen wäre. Hier sieht man es deutlich, nicht? Dann fahre ich ans Wort, also Water, ne? Wird korrigiert zu Wasser. Also die Korrekturen, das war alles handschriftlich und die Korrekturen wurden von der Frau mit der Hand gemacht. Ich habe das nur der besseren Lesbarkeit her so geschrieben. Also hier drängt man eben das Wasser wieder raus, Water wieder raus, um das Wasser zu schreiben. Sehr schön auch dann diese Reflexivformen, die da, glaube, dass ich besser fühle. Das ist auch das, was die Frau in den gesprochenen Daten sagt. Ich fühle gut. Ich fühle besser. Und dann sieht man, weil das Schreiben ja kontrollierter geht, stärker selbst beobachtet wird, dass ich mich besser fühle, hinterher hineingeschoben. Und dann hier euch auch sehr schön, die sehen toll aus. Und du siehst auch gut. Also sie sehen schon beide Formen, also sie koexistieren. Das, was wir noch als zielsprachlich standardmäßig sagen, die sehen toll aus. Und dann aber auch im Englischen, you look good. Nicht die englische Form, schon da. Und dann sehen Sie auch nochmal hier, wie es reingepflegt wird. Das Grab sieht so schön und dann reingequetscht aus. Ja. Also da sehen Sie dann den sozusagen den Monitor aktiv, ohne dass selbst da was machen müssten. Und natürlich spielen Kinder mit der Sprache. Also ich habe hier ein Beispiel für einen Jungen, der mal sagte, man könne doch auch sagen, anstatt thank you very much, thank you very dreck. Und ich habe das zuerst gar nicht verstanden, bis dann meine geballte sprachwissenschaftliche Kompetenz mir das verraten hat. Also das englische Much klingt ja so wie das deutsche Much auf der Ebene der Form und auf der Ebene der Bedeutung ist der Much so eine Untersorte von Dreck, ne? Könnte man vielleicht sagen. Da sehen Sie also über die Sprachgrenze hinweg dann formale Entsprechung auch innerhalb der Sprache dann eben diesen Spaß. Also wie gesagt, der hat sich köstlich amüsiert, dass ich überhaupt nicht dahinter kam, was er eigentlich sagen wollte. Ne? Und dann hier nochmal ein Beispiel aus meiner Tübinger Zeit. Natürlich spielt auch gerade die Werbung oder spielen wir mit der Sprache hier ein Bäcker in der Nähe der Universität Tübingen. Nicht? Also come back.
Ja, der Spracherwerb ist also Wandel par excellence und ich glaube, ich kann das jetzt alles sehr schnell machen, wenn ich auf verschiedene Spracherwerbsszenarien eingehe. Das sind ja auch hier Forschungsbereiche, die in Frankfurt sehr intensiv betrieben werden. Also wir sprechen vom monolingualen Erwerb, wenn Sie mit einer Erstsprache aufwachsen. Ich habe hinter das Monolingual hier schon Fragezeichen gesetzt, ne? Weil ich ja eben gesagt habe, eigentlich so richtig monolingual sind wir auch nicht. Und wenn wir früh unterschiedliche Stile erwerben, haben wir auch schon mehr als eine Varietät zur Verfügung. Natürlich gilt auch die Gebärdensprache wie eine normale Erstsprache. Wir sprechen vom doppelten oder simultanen Erstspracherwerb, abgekürzt als 2L1. Wir sprechen vom Zweitspracherwerb, der kann dann sukzessiv in der frühen Kindheit erfolgen oder eben dann noch später. Und es gibt in der Psycholinguistik und in der Spracherwerbsforschung die große Diskussion schon seit Jahrzehnten, was passiert denn eigentlich mit zunehmendem Alter? Mit der zunehmenden kognitiven Reife, Veränderungen im Gehirn. Und das sind ganz interessante Fragen, die da immer noch sehr intensiv diskutiert werden. Nicht? Wir unterscheiden den typischen, den ungestörten Erwerb in all diesen Varianten vom atypischen Erwerb. Wenn ein Kind beispielsweise mit einer spezifischen Spracherwerbsstörung aufwächst, die sich dann in allen Sprachen manifestieren würde. Und die Mehrsprachigkeit ist also auch nicht ursächlich beteiligt an einer Spracherwerbsstörung, eigentlich an der spezifischen Spracherwerbsstörung. Und ich werde nachher nochmal etwas über den Erwerb einer Heritage-Sprache sagen, wenn nämlich die L1 eine Minoritätssprache ist, wie beispielsweise bei kurdischen, türkischen, griechischen, russischen, spanischen Sprechern in Deutschland. Sie können diese Liste auf 170 Sprachen oder 200 Sprachen jetzt mal erweitern. Wenn die zunehmend durch die Majoritätssprache eigentlich ersetzt wird, zumal diese Sprachen auch keine oder nur sehr unzureichende schulische Unterstützung haben. Das ist ein wichtiger Punkt, nicht? Also Sprachen haben schon schlechte Karten, wenn bestimmte Kompetenzen dann nicht so gefördert werden können oder nicht so erworben werden können, also die Kinder nicht in den Sprachen literalisiert werden. Dann haben wir natürlich auch den Erwerb von dritten, vierten, fünften Sprachen. Und das wissen Sie, es wäre beliebig fortsetzbar. Und wir unterscheiden auch den natürlichen Erwerb in der freien Wildbahn, also in dem man mit Ihnen redet, vom Fremdsprachenunterricht, nicht in dem das Angebot dann eben gesteuerter erfolgen sollte. Wie hat sich Ihre Sprachkompetenz gewandelt? Ich denke, das kann ich auch ganz schnell machen. Also Sie konnten bei der Geburt dann schon den Rhythmus der Sprechweise ihrer Mutter von anderen Sprechern unterscheiden, aufgrund von prosodischen Merkmalen, die sie in den letzten 3 Monaten vor ihrer Geburt wahrgenommen haben. Sie konnten dann mit 4 Monaten etwa ihren Namen erkennen. Mit 12 Monaten waren dann ihre Eltern ganz aufgeregt, weil sie die ersten Wörter, die erkennbaren Wörter aus Sicht der Eltern gesprochen haben. Vorher haben sie schon gelallt in ganz bestimmten systematischen Mustern. Und dann das Herz der Linguisten, Linguistinnen und der Psycholinguisten und so weiter schlägt schneller, wenn sie dann im Alter von etwa 18 Monaten, Entschuldigung, die Wörter kombinieren. Und da zeigt sich dann auch schon so eine Grundstruktur der deutschen Grammatik, was ganz wichtig ist, wie zum Beispiel dieses Muster hier, Ball weg, also mit dieser Partikel am Ende. Und manche von Ihnen, ich sage ja jetzt ganz viel über Sie selbst, denn Sie haben das mehr oder weniger so gemacht, waren wahrscheinlich ganz besonders flott unterwegs, also haben dann schon mit knapp über 2 Jahren Relativsätze gebildet, wie da ist die Tür, wo man immer raus und rein kann, oder haben dann schon nicht mal 3-jährig schöne Nebensätze produziert, wir kriegen, wenn ich größer bin und so weiter. Ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, das ist alles möglich. Manche Kinder sind bei dem Erwerb der Nebensätze dann besonders früh dran, andere brauchen ein Jahr länger, also bei den Nebensätzen dauert das manchmal ein bisschen aus die individuelle Variation ein bisschen größer als bei dem Erwerb der Hauptsatzstrukturen. Und dann haben manche von Ihnen vielleicht sowas gemacht, Übergangsphänomene produziert, wie wo ist noch eine Mülltonne ist, ich spiele das spiele ich auch. Und kann mir jetzt mal jemand, also nicht diejenigen, die sich mit Spracherwerb beschäftigt haben, kann mir jetzt mal jemand sagen, wieso? Ach so, Sie können es noch, ja Moment, doch, Sie können es schon sehen, ja.
Ja, also Sie sehen ja eigentlich die Architektur deutscher Sätze ganz ausbuchstabiert, ne? Ja, auch die Positionen, die, wo man sagen würde, die eine oder die andere Position sollte leer bleiben, die werden von den Kindern dann eben ausgefüllt. Also Kinder sind in der Hinsicht dann besonders puristisch. Ja, also, und das ist jetzt die Struktur, die da ausgefüllt wird, nicht? Also wenn wir uns mal anschauen, wie sieht es denn mit der deutschen Satzstruktur aus, dann wissen wir, dass wir also dass der deutsche Hauptsatz dann das Verb an der linken Position hat, das Verb, das auch mit dem Subjekt übereinstimmt, wie Peter macht die Tür schon auf, aber Peter muss nicht vorne stehen, ich kann ja auch die Tür nach vorne bewegen, da muss der Peter nur eben dann nach dem Verb auftauchen. Die Tür hat Peter schon aufgemacht. Was will Peter aufmachen? Haben Sie ein Modalverb da stehen? Ein Fragesatz in dem Fall. Und wenn vorne dann eine Konjunktion erscheint, dann steht das Verb, das mit dem Subjekt übereinstimmt, hinten. Nicht? Und Kinder buchstabieren dann eben manchmal beide Positionen durch das gleiche Element aus. Oder bewegen dann beispielsweise, haben den Peter nicht nur vorne stehen, sondern auch hinten. Also Kinder sagen auch sowas wie, Julia, kann ich das? Also wenn sie selbst Julia heißt, ne? Julia, kann ich das? Ja. Oder ich, Julia, kann das, wäre also dann eben auch eine Alternative. Also im Grunde buchstabieren die Kinder das aus, was wir auch, sie sagen uns eigentlich, sie kennen die Architektur. Sie müssten nur die eine oder die andere Position dann noch leer lassen, im Grunde, und nicht diese Doppelbesetzungen produzieren. Wie Kinder sich das nun erarbeiten, also das wurde hier in Frankfurt gut untersucht, das habe ich auch untersucht. Also beispielsweise zu Zeiten, wo sie dann einerseits ganz viele Formeln haben, wie getig, ne, versuchen was in einen Korb zu tun, das geht nicht da rein, getig geht nicht, oder klapptig, klappt nicht, haben solche Formeln parat, bauen sie aber ihre Sätze sehr systematisch von rechts nach links auf. Also im Grunde beginnt das mit spätestens in der Produktion, so mit 18 Monaten auch, dann die Tür auf, dann langsam von rechts nach links, Mama auch Tür aufmachen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, warum so viel für die Partikel spricht, warum die so salient ist. Da können wir am Schluss vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen schon eine gute Ahnung haben, aber ich würde gerne jetzt unbedingt noch dann zu den Heritage-Sprechern kommen. Weil das auch der Erwerbstyp ist, der mich im Moment am meisten umtreibt. Und ich glaube, ich sollte in 10 Minuten oder so ja auch mal zum Ende kommen vielleicht. Ne? Aber falls Sie mehrsprachig aufgewachsen sind, dann haben Sie wahrscheinlich auch sehr zur Beunruhigung Ihrer Eltern im Alter von 2 bis 3 Jahren die Sprachen heftig gemischt. Ich habe da nur mal ein paar Beispiele von Deutsch und Englisch. Eine Mama hat das fixet. Ich habe gemäht, you much better und so weiter. Also sehr munter gemischt. Das liegt unter anderem auch in dem Fall daran, dass das Deutsche in diesem Fall bei diesem Kind nun wesentlich weiterentwickelt war als das Englische und das Englische da so reinzitiert wird, nicht hineingebracht wird. Und das ist kein Grund zur Beunruhigung. Es ist bekannt, dass Kinder gerade im Alter von 2 bis 3 Jahren, wenn die Grammatik auch noch sehr im Wandel ist und sich die beiden Sprachen auch nicht unbedingt Hand in Hand, also wie im Tandem entwickeln, die eine kann schneller sein als die andere, dass sie zu der Zeit dann auch intensiver mischen als danach beispielsweise. Aber kein Grund zur Beunruhigung. Sie konnten sich auch in dem Alter, wenn Sie mehrsprachig aufgewachsen sind, schon recht gut metalinguistisch das zu äußern, also auch wieder in einem Alter, in dem man sie nicht mit einem Messer hantieren lässt oder alleine über die Straße gehen lässt. Ja? Sagt hier ein Kind, ich habe einen Zug gebaut in Kita und die Mutter sagt, they say clever Hannah. Und sagt sie, nein, brave Hannah, cause it's German. Also explizit über die Sprachverwendung äußern. Ich sage auch häufig dann zu den Erzieherinnen, mit denen ich zu tun habe, sie können mit den Kindern ja ganz viel schon über Sprachen reden in dem Alter, ne? Also im Alter von 3 Jahren. Sprechen Sie ruhig mutiger über Sprache. Ich denke auch, dass Sie alle schon mal bestimmte weitere Übergangsphänomene gehört haben bei Kindern, wie der ist gegeht, geschwimmt, ich muss, ich kann da einkaufen. Warum machen Sprecher sowas? Warum machen Kinder sowas? Weil wir die Rede verstanden haben. Ja,
Okay, genau. Also Kinder reparieren eigentlich dann, was für sie sehr unordentlich ist, nämlich die unregelmäßigen Formen. Sie regularisieren die Formen nach dem regulären Muster. Oder sie hängen dann beispielsweise in dem Fall auch an die Modalverbenendungen dran, die gar nicht da gebraucht werden. Also auch eine Ausnahme, dass wir hier ja nicht sagen, ich musse. Ich sage, ich singe, ich gehe, aber ich sage nicht, ich musse. Oder hier auch das T dranhängen, ne, für die dritte Person Singular beispielsweise. Ja. Und also da auch sehen wir, wie praktisch der Druck der Regel dann diese Formen ändert im Sinne einer schöner aufgeräumten Grammatik. Also aus Sicht von Lernern ist das, was wir ihnen gegenüber produzieren, sich oft sehr, sehr unordentlich. Kann man ihnen ja nur zustimmen. Und wir sehen, dass dann aus der Spracherwerbsforschung wissen wir, dass sich so ein Muster ergibt, ist so eine U-Kurve. Am Anfang kann es sein, dass Kinder dann sagen, der ist gegangen, also der ist gegangen, richtig. Und dann aber geht die Kurve nach unten, der ist gegeht. Und dann müssen Kinder diese unregelmäßigen Formen eigentlich mehr oder weniger eins nach dem anderen wieder irregularisieren, nicht? Bis sie dann wieder hier oben ankommen. Was passiert mit Heritage-Sprecherinnen? Hoppla. Mal eben schauen, ich dachte, die hätte ich da. Moment, da habe ich sie. Das ist eine 20-jährige Frau, das ist nicht aus dem aktuellen Projekt, aber das stammt aus einem Tagebuch, das ich geschenkt bekam. Eine Frau, die mehrere Jahre lang im jungen Erwachsenenalter Tagebuch geschrieben hat. Die schrieb dann, sie ruften an, alles rufte an. Ich waschte das Geschirr, wir lauften ins Wasser und genießten die Sonne. Da sehen Sie genau das Gleiche eigentlich. Ne? Sie ist in New York mit Bayerisch als Erstsprache aufgewachsen. Das Englische kam dann sehr schnell dazu. Da sieht man aber, dass in ihren schriftlichen Sprachproduktion sehr schön genau diese Phänomene auftauchten, die wir auch bei den Kindern gesehen haben, nicht? Die sie dann auch eine Folge des mangelnden Inputs dann, weil das Englische dann auch sehr schnell zu ihrer dominanten Sprache wurde, zumindest außerhalb des Elternhauses. Jetzt, wenn Sie als Deutsch erworben haben, dann hatten Sie es ein bisschen schwerer als die Kinder. Vor allen Dingen, wenn Sie es auch ohne Unterrichtsunterstützung erworben haben, dann ist das zum Beispiel ganz typisch. Ne? Ich habe gelernt Französisch da 3 Jahre, da sehen Sie, dass das Partizip nicht da steht, wo es stehen sollte, nämlich nicht am Ende. Müssen hier immer so machen, da wird das Verb nicht richtig flektiert, ne? Also die Morphologie nicht in Ordnung. Heute, Johann hat ein Buch gekauft, da steht das Verb nicht weit genug vorne. Dann, er schlaft noch. Ich habe hier extra mal darauf hingewiesen, dass das ein Muster ist, das allmählich mehr und mehr in die deutsche Umgangssprache kommt. Wenn Sie mal auf Ihre Freunde hören und so, dann sehen Sie also oft, gerade auch mit dann, also als so einen thematischen oder Anschluss bei Berichten sehen Sie oft so ein Muster auch entstehen. Und das hat mir mal mir gegenüber eine Frau vor ein paar Jahren gesagt. Mit Hauptsatz, ich habe keine Probleme, nur mit Nebensatz. Dann habe ich mir gedacht, na, das mit dem Hauptsatz erkläre ich ja irgendwann auch nochmal. Ja. Aber Sie sehen also hier, dass diese wunderbare Besetzung der Satzklammer durch die Kinder etwas ist, was, also Kinder können das mit 2,5 bis 3 Jahren dann, und dass Erwachsene aber damit durchaus noch Schwierigkeiten haben und manchmal nach Jahrzehnten, also wie beispielsweise dann auch hier Leute, die praktisch seit 10 oder 20 Jahren dann auch schon in Deutschland leben. Und jetzt wollte ich ganz am Schluss nochmal darauf eingehen, ganz kurz, was passiert eigentlich mit einer Sprache in einem Majoritätskontext? Und das ist beschäftigt sich mit den Herkunftssprachen, die Teil des kulturellen Erbes einer zugewanderten Familie sind. Und das sind oft Sprachen, die für den Konnex zum Herkunftsland ganz wichtig sind, nicht? Damit Kinder und Jugendliche auch noch mit Oma oder mit anderen Verwandten im Herkunftsland sprechen können, sind auch für die Zugehörigkeit, die Identitätsentwicklung für viele Jugendliche und Kinder auch wichtig. Es sind Erstsprachen von Kindern, Familiensprachen der frühen Kindheit.
Und die werden aber oft dann verdrängt von der Sprache der Umgebung, die in der Regel die prestigereichere Mehrheitssprache ist. Das ist die Mehrheitssprache ist halt die, die in der Schule was zählt, ne? Vor allen Dingen dann, ne? Und das sind Sprecherinnen, die sind notwendigerweise mehrsprachig, weil sie müssen ja, wenn sie mit einer anderen Erstsprache als Deutsch aufwachsen, müssen sie, wenn sie in die Schule kommen, ja Deutsch erwerben. Interessant, wenn man sich anguckt, wie sieht es denn mit den Herkunftssprachen aus, dann haben sie oft in den Herkunftssprachen eine sehr, sehr gute Aussprache. Wenn es aber um die anderen Ebenen dieses ganzen Systems geht, finden wir eine hohe Variabilität in den Kompetenzen der Sprecher. Und das ist das, was uns jetzt mal interessierte, in einem Projektverbund, an dem mehrere Universitäten beteiligt sind, also die Humboldt-Universität, Potsdam, Kaiserslautern, Stuttgart und Mannheim. Und wir erheben die Erhebung ist schon vorbei, standardisierte Daten in diversen Minoritätssprachen, also Griechisch, Russisch, Türkisch und Deutsch, in verschiedenen Ländern, nämlich im Majoritätskontext Deutschland und im Majoritätskontext USA. Also ich war nur zuständig für das Deutsche in den USA, weil die anderen Sprachen beherrsche ich nicht. Wir machten das in verschiedenen Altersgruppen, Jugendliche und dann nochmal Erwachsene, jeweils 30 Personen, in verschiedenen Kompetenzbereichen. Wir haben sie schreiben lassen, wir haben sie sprechen lassen. In unterschiedlichen Stilen, einmal formelle und informelle Situationen erzeugt. Dann haben wir sie in beiden Sprachen aufgenommen, ne? In der Minoritätssprache, aber auch dann in der Majoritätssprache. Also in meinem Fall Aufnahmen gemacht von Deutschen der zweiten Generation, Teenagern oder Erwachsenen, im Deutschen, in verschiedensten Kontexten. Und dann aber auch nochmal haben wir die auf Englisch aufgenommen. Und immer wieder mit anderen Gesprächspartnern, damit sie jetzt nicht mit der gleichen Person einmal Deutsch reden mussten und dann mit ihr Englisch reden sollten. Sondern wir hatten dann Native Speaker als Elicitatoren mit im Boot. Und wir haben dann auch die monolinguale Sprecher aufgenommen. Wir haben auch geguckt, wie ist es denn mit jetzt in Deutschland lebenden Jugendlichen und Erwachsenen und wie ist es in der Türkei mit Jugendlichen, Erwachsenen, also mit so weit wie es ging monolingualen Menschen. Also es war eine sehr, sehr komplexe Sache. Das kann man natürlich nicht in einem kleinen Forschungsprojekt machen, sondern man musste das in einer großen Konstellation machen, um in unterschiedlichen Sprachen dann zu erheben. Und ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wie wir das, was wir da gemacht haben. Also wir haben da informelles Sprechen aufgenommen. Aber okay. Also wir haben mit unseren Probanden und Probandinnen informelle Gespräche geführt, die wir auch schon aufgenommen haben. Das wussten die auch, dass wir die schon aufnehmen. Dann haben wir ihnen den Film gezeigt. Und dann sollten sie zum Beispiel in der informellen Situation, in der Präsenz einer Doktorandin, sollten sie so tun, als ob sie jetzt jemanden anrufen, der ihre Erstsprache spricht, und sollten dann per Handy berichten, was sie gesehen haben. Später, in einer formellen Situation mit einer anderen Gesprächspartnerin, die da mit dabei war, wurden sie aufgefordert, einen Polizeibericht zu schreiben, zu tippen. Dann haben wir, also wir haben mündlich formell, informell und schriftlich formell, informell elizitiert. Und dann eine Woche später kamen dann die englischsprachigen Elizitatoren und haben mit diesen selben Probanden, haben dann auf Englisch auch nochmal den Film erzählen lassen und schreiben lassen. Also die gleiche Situation. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das war, Probanden zu kriegen. Vor allen Dingen auch Heritage-Sprecher, die schreiben können. Ne? Denn oft ist es so, dass sie gar nicht schreiben können.
Also das war schon, bei den Jugendlichen haben wir unsere 30 voll gekriegt, bei den Erwachsenen haben wir sie gar nicht ganz, die ganz 30 voll gekriegt. Aber wir waren nicht die Einzigen, die da Probleme hatten. Jetzt wollte ich Ihnen einfach nur mal einen Ausschnitt zeigen. Schauen Sie sich das mal an. Das ist jetzt geschrieben. Und zwar formell geschrieben, also das ist der Polizeibericht. Jetzt haben Sie natürlich alle sofort gesehen, wo das irgendwo mit der Rechtschreibung nicht so aussieht, wie wir das so erwarten würden. Aus versehentlich ist natürlich auch eigentlich wunderschön. Ne? Aus Versehen und versehentlich, also eine Überblendung aus zwei Möglichkeiten. Sie könnten mir natürlich jetzt sehr schnell sagen, dies und das ist nicht in Ordnung. Jetzt sagen Sie mir mal, was stimmt. Bitte? Der Inhalt, ja, gut, die Botschaft kommt gut rüber. Was noch? Denken Sie an das Schema, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Deutsche Satzstruktur, Architektur des deutschen Satzes. Bitte? Ja, ganz genau. Also ich zeige Ihnen das nochmal jetzt. Moment, ich muss glaube ich hier. Da, ups, pardon. Ah, jetzt muss ich zurück. Ja, hier. Also Verb zweit. Finites Verb in der zweiten Position im Hauptsatz. Die rechte Satzklammer ist da. Sogar bei weil eben dann das Verb am Ende mit dem Infinitiv davor. Dann Relativsätze sind da. Das Auto, das hinten reingefahren ist. Ne? Für eine Verschreibung nicht ganz so. Wobei wir das auch von unseren Studierenden natürlich kennen, ne? Dass das mit 2s oder einem s nicht. Und dann, ja, also Sie sehen, dass die Struktur, die Architektur ist da. Und das finden wir, ich habe jetzt nicht die Zeit, um Ihnen das zu zeigen. Das ist jetzt jemand, der ja doch sehr flüssig, sehr viel geschrieben hat. Aber selbst bei denen das noch rudimentärer aussieht, sehen wir, dass die Syntax da ist. Dass ganz selten mal zum Beispiel ein Objekt rausgeschoben wurde ins Nachfeld. Was wir im Grunde erwarten würden, also ich denke, Petra wäre genauso glücklich wie ich über solche Strukturen, weil wir gerade sehen, dass das, was ganz früh auftritt, auch dann noch sich erhält. Und auch in den mündlichen Daten, die wir haben, also auch da, wo dann spontan geredet wird. Wir haben bei den mündlichen Daten sehr viele Verzögerungen. Ich spiele Ihnen gleich auch noch was vor. Da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein, wie aufwendig diese Notation, also in der Datenbank war, die Annotation, das Part of Speech, Tagging, was wir gemacht haben. Diese Daten sind zum Teil auch released, also die können Sie Open Access anschauen. Und jetzt würde ich Ihnen einfach noch mal kurz ein mündliches Beispiel, Moment, vorspielen. Ich war gerade im Parkplatz und es gab ein kleines Unfall. Keiner war verletzt und es war alles okay. Ich stand gerade so an der Seite und ein Mann und meine Frau sind sind da so runtergegangen und sie haben ihren Schroder im Der Wagen. Der Wagen hatte einen Unfall, den er so auf und ab getanzt hat. Und dann, gerade als das Paar die Straße überqueren wollte, ist der Ball so gegen den Manns Fuß gegangen und dann ist der Ball über die Straße gerollt. Und gegenüber von denen war eine Frau, die gerade ihre Sachen eingepackt hat in den Auto und gefunden hat, den Ball hingesehen und hat sich so zu den Ballen geschmissen und hat angefangen zu bellen. Und dann gleichzeitig sind zwei Autos in den Parkplatz eingekommen und dann musste das erste Auto abrupt stoppen, um den Ball und den Hund auszuweichen.
dann, als das erste Auto gestoppt hat, ist das zweite Auto in das erste reingefahren. Aber ich war dann auch verletzt und die zwei Fahrer sahen sehr kaum aus und haben einfach für die Autos angerufen und haben die Polizei angerufen. Ja, also da haben Sie mal ein Beispiel. Sie haben die vielen Pausen gehört, auch das Suchen nach Wörtern gemerkt, auch das englische Borrowing dann, was betrieben wurde, gebounced, nicht? Babystroller so weiter. Ja, was wir auch finden, ist, dass dann Wörter verwendet werden, die es gibt natürlich, die aber sozusagen so als wie false friends verwendet werden. Also ich bin vegetarisch, ne? Anstatt ich bin Vegetarierin beispielsweise. Ne? Im Englischen hätten sie I'm a vegetarian oder I'm a vegetarian. Die Fahrer waren benommen. Die gleiche Frau, die hier gesagt hat, die waren sehr calm, die schrieb dann formell und informell, die Fahrer waren benommen. Und sie haben ja den Unfall gesehen. Da gab es keinen Grund, benommen zu sein. Ne? Das war zu harmlos. Dadurch, dass sie aber dann sagte, sie sahen sehr calm aus und im Englischen sagte sie dann auch, they were well behaved. Also hier ist auch wieder das Benommen, was sie meint, die haben sich benommen, die haben sich sehr gut benommen. Aus versehentlich ist natürlich nun besonders schön eigentlich, ringt mir auf. Was will die Frau sagen? Die hat das sogar geschrieben, jetzt nicht diese Frau, aber eine andere, sagt, ringt mir auf. Ring me up, ruf mich an. Und dadurch, dass wir das schriftlich haben, konnten wir auch ausschließen, und dann mehrfach, ne, im mündlichen und im formellen und im informellen, wie bei dem Benommen, konnten wir ausschließen, dass es nur ein Versprecher ist. Also im Großen und Ganzen sind die Datenbasis, die wir da haben, wesentlich fruchtbarer, als ich das am Anfang sogar erwartet hätte. Zumal wir auch diesen Chit-Chat drumherum aufgenommen haben und nochmal eine Kontrolle haben. Typisch, was sich schon ändert, das ist aber auch schon bei den Auswanderern der ersten Generation so, dass das Wenn eigentlich unter dem Einfluss des englischen When verwendet wird, wenn ich klein war. Now when I was little. Ja, jetzt komme ich zu meinem Fazit. Also Sprachen wandeln sich ständig. Keine Generation spricht exakt so wie die vorangegangene. Die Veränderung bedeutet jetzt nicht Verarmung oder Verlust. Also nicht nur, nicht? Also man kann natürlich auch Abbau von Systemen finden. Dann verantwortlich für den Wandel sind viele Faktoren. Sprachkontakt ist eine Möglichkeit, also Konkurrenz durch die andere Sprache, aber auch der Mangel an Kontakt. Nicht, wenn so viele unregelmäßige Verben regularisiert werden, dann heißt das natürlich auch, die werden gar nicht genug gehört, um repariert zu werden, also um im Sinne der Standardsprache repariert zu werden. Es gibt aber auch Wandelphänomene, die mit dem Kontakt einer Sprache nichts zu tun haben, also interne Entwicklungen von Sprachen. Jedenfalls insgesamt kann man sagen, Schlussfolgerung der Mehrsprachigkeitsforschung ist, dass man vor der Mehrsprachigkeit ja jetzt keine Angst haben muss. Es ist eine positive Herausforderung für unser Gehirn. Ich habe darüber jetzt nichts gesagt, aber dass man ja davon ausgeht heute, dass auch das kognitive Altern wenigstens so ein kleines bisschen rausgezögert werden kann, wenn Ihr Gehirn daran gewöhnt ist, komplexe Aufgaben zu lösen, die Sie dazu zwingen, irrelevante Informationen zu unterdrücken. Das muss jetzt nicht die Sprache sein, das kann auch Musik sein, ein Instrument spielen sein und so weiter, aber die Mehrsprachigkeit hat da gleiche Effekte, weil Sie als mehrsprachiger Mensch ja immer entscheiden müssen, welche Ihre Sprachen ist denn jetzt in dem Moment die angemessenen. Notwendiger Wandel, ja, ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass wir einen Perspektivwechsel hin zu einer Kompetenzorientierung hinkriegen, nicht immer nur zu sehen, was nicht da ist oder noch nicht ganz da ist, sondern auch mal sehen, was denn wirklich da ist. Wie zum Beispiel diese architektonischen Prinzipien, die ich Ihnen eben dann gezeigt habe. In der Bildungsforschung, das wissen diejenigen hier von Ihnen am DIPF viel besser als ich, sehen wir oft selbsterfüllende Prophezeiungen, also Erwartungen an Menschen, die dann
entsprechend auch in Erfüllung gehen, also selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn wir negative Erwartungen haben. Wir wissen, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund bei gleichen Leistungen schlechtere Noten bekommen. Wir wissen, wie die Effekte sich von Namen sich auswirken. Ich habe hier mal meinen dazu geschrieben, weil ich oft nach einem Vortrag höre, Sie sprechen aber gut Deutsch. Dann sage ich immer, bin ich ja beruhigt, dass ich es nicht ganz verlernt habe. Ja. Ja, von John Hattie wissen wir, dass ein guter Lehrer doch immer seinen Unterricht durch die Augen seiner Schüler und Schülerinnen betrachten sollte. Und ich wollte Sie jetzt mal bitten, sich nochmal in Ihre Schulzeit zu versetzen und mal ein bisschen zu rechnen. Und dann sich zu überlegen, warum sagt ein Kind 28, ein anderes sagt 10, ein sagt 11 und 29. Ich habe das neulich auch in einem Kreis gesagt, da ging es um eine Arbeitsgruppe zur hochbegabten Förderung. Und als ich gefragt habe, wieso gibt es unterschiedliche Ergebnisse, dann sagte einer der Teilnehmer, ja, die können nicht rechnen. Hat mit dem Rechnen aber nichts zu tun. Ja? Also Kind 1 hat wahrscheinlich gerechnet, sie aber nicht eingerechnet. Kind 4 hat das getan. Ja. Kind 2 hat 10 genommen, bei denen explizit. Oder, wenn man es heute sagt, wo explizit steht, sie sitzen, die anderen weiß man nicht. Und nur bei der Elf weiß ich nicht genau, wie ich sie herleite. Ja, das ist genau das Gleiche. Sie müssen mich einschließen oder ausschließen praktisch. Ne? Das ist aber inkongruent, weil von Ihnen nicht explizit gesagt wird. Genau, also dass sie zum Beispiel zusammen mit mir kann ja mich inkludieren oder exkludieren. Ne? Ja. Wie ist es denn jetzt, aber wieso kommt man gerade auf die 10? Oder was müsste man tun? Was haben Sie alle getan? Sie wissen doch natürlich, dass alle Fahrgäste sind, ne? Das müssen Sie aber wissen. Hier ist nur die Rede davon, dass bereits 10 Fahrgäste drin sitzen. Ne? Aber das Großraumreitungspersonen, welche Partei ist es? Ja, wäre alles möglich. Das wäre alles möglich. Ne? Aber Sie müssen halt wissen, dass alle, die in dem Zug sind, letztlich Fahrgäste sind, egal wie Sie den nennen. Fahrgast ist übrigens auch ein eigenartiger Begriff. Ne? Sind Sie ein Gast im Zug eigentlich? Sind Sie eingeladen? Müssen Sie nichts zahlen beispielsweise? Ja. Ich kann ja mal die Bundesbahn heute Abend fragen, ja? Bin ich ein Fahrgast? Ja, aber ich wollte Ihnen nur mal zeigen, wie wichtig es ist, sich immer mal wieder in die Perspektive von jemandem hineinzuversetzen, der jetzt nicht weiß, dass das alles Fahrgäste sind beispielsweise. Oder wenn Sie eine Rechenaufgabe haben, wo es um Seiten und Blätter geht oder Strecken und Wege, dass das aus unserer Sicht dann eben auf den gleichen Referenten verweist, aber aus Sicht der Kinder eben möglicherweise nicht, ne? Dann kennen Sie alle natürlich Probleme zu Beginn der Grundschulzeit, nicht? Die Kinder, gerade mit Deutsch als Zweitsprache, wenn sie nicht früh genug anfangen, gravierende Lücken im Alltagswortschatz, lassen Artikel aus. Zum Beispiel auch dann, wenn die Erstsprachen keine Artikel haben, wäre auch nochmal eine zusätzliche Motivation. Dann das Genus ist im Deutschen natürlich ohnehin eine Qual. Nicht? Also ein Kind, das die Junge sagt, hat natürlich ganz viel begriffen, weil die meisten zweisilbigen Wörter mit der Betonung auf der ersten und dem Schwa hinten dann eben auch feminin sind. Kasus ist ihn und ihm, da müssen sie schon sehr nah bei mir stehen, wenn ich mit ihnen rede, um zu hören, wie sich das von der Aussprache her unterscheiden. Ich habe einem gegeben. Das ist also auch nicht so einfach, wenn Geräuschkulissen herrschen, dann Präpositionen auslassen. Natürlich haben viele Sprachen keine Präpositionen, die haben Postpositionen beispielsweise. Gibt es noch was anderes, deutsch-internes, warum man sagen könnte, der geht Hause? Ja, genau, er geht heim beispielsweise. Ne? Ja. Aber dann ist natürlich auch wieder Jugendsprache, ich gehe Schwimmbad. Ne? Ja.
Pluralbildung ist auch ein Problem, haben wir eben schon gesehen. Da gibt es im Deutschen eben eine große Menge an paradigmatischer Auswahl, wie beim Genus auch. Und das macht es natürlich dann schwierig, entsprechend zu entscheiden. Also alle diese Dinge hier überraschen uns eigentlich nicht. Auch die Regularisierung der unregelmäßigen Formen überrascht uns nicht. Ich sage ja, ich lalle, du lallst. Warum soll ich nicht sagen, ich falle, du fallst? Ne? Oder es schallt aus dem Wald. Ja. Also das haben wir eben schon ein paar Mal auch gesprochen. Und hier können Sie sich noch vorstellen, warum, Moment, das muss es jetzt gleich kommen. Ja, pardon. Der hat den Zahnbürste genehmt. Also wenn ich das jetzt mit auch Grundschullehrern und Lehrerinnen mal bespreche, dann sagen die, also das stimmt denen nicht. Okay, sage ich, machen wir es ein bisschen präziser. Das Kind hat jetzt eigentlich kein Kasusproblem. Ne? Das weiß, da muss ein Akkusativ hin. Es hat ein Genusproblem vielleicht. Gibt es einen anderen Grund, warum es eigentlich auch kein Genusproblem haben könnte? Der Zahn, den Zahn. Ja, genau. Ja, also im Deutschen ist es so, dass das zweite Glied des Kompositums des Genus bestimmt. Aber das ist nicht in allen Sprachen so. Ne? Also es könnte einfach so, den Zahn wäre ja richtig. Ne? Wenn Zahn der Kopf wäre, des Kompositums, wäre es ja, wäre alles in Ordnung. Also das kann uns eigentlich alles nicht überraschen. Denn den Details, also gerade bei diesen regularisierten Formen oder dem Wortschatz an sich und die irregulären Formen müssen uns doch mindestens einmal begegnen. Ne? Die müssen uns eigentlich häufiger begegnen, aber mindestens einmal müssen sie auftauchen. Also untertrieben, wenn ich sage, müssen uns einmal begegnen. Nicht? Ich denke mal, jetzt komme ich aber tatsächlich auch zu meinen allerletzten Anmerkungen. Es ist eine allgemeine Einsicht, dass dass Sprachförderung kein Projekt ist, wie man das lange gedacht hat. Man macht mal ein halbes Jahr in der Kita Sprachförderung und dann hat sich das. Wir wissen, dass Kinder sehr schnell lernen unter guten Bedingungen, aber das reicht natürlich wirklich nicht aus, um ihnen gute Startchancen zu ermöglichen. Wir brauchen da die durchgängige, kontinuierliche Sprachbildung, Sprachförderung dann, ne? Bildungsetappen übergreifend, also bis in die Universitäten brauchen wir das. Dann, mein allerletztes Fazit noch, also die Lernenden brauchen kompetenzorientierte Lehrer, und möglichst auch Lehrer und Lehrerinnen mit Spaß an der Sprache und an der Kommunikation und ohne Angst vor Sprachen, ob sie ihnen im Klassenzimmer begegnen, indem sie ihre Schüler und Schülerinnen auch mal ermutigen, vielleicht eine Mathematikaufgabe, wenn sie es nicht auf Deutsch hinkriegen, ruhig mal auf Türkisch oder Griechisch zu lösen. Da geht es ja um die Mathematik, da geht es ja dann nicht in dem Moment so sehr um den Deutscherwerb. Also ohne Angst vor Sprachen, egal wo man ihnen begegnet, ob es im Schulhof ist oder wo auch immer. Natürlich brauchen die Pädagogen und Pädagoginnen sprachwissenschaftliches Grundlagenwissen, Einsichten in die Hürden und in die Architektur, also wie sieht die Architektur aus, das muss man explizit wissen als Lehrer und Lehrerin und Einsicht in die Hürden, wo sind denn die Schwierigkeiten, die auftauchen können und dann braucht man selbstverständlich auch noch ein Methodenrepertoire, man braucht einen diagnostisch geschulten Blick, um den Wandel zu sehen, um zu sehen, es geht in die richtige Richtung. Oder wo sind die Lerner gerade angekommen? Und das fliegt uns eben nicht von selbst an, sondern das müssen wir uns dann schon erarbeiten. Und die Bildungseinrichtungen brauchen eben den Schulterschluss innerhalb von starken Teams und dann gute Rahmenbedingungen und dann wird es natürlich wieder kostspieliger. Man braucht insgesamt weniger Stress miteinander, wenn man sich unterstützen kann bei der Sprachförderung und wenn man dann auch wirklich sagen kann, man ist aktiv am Wandel beteiligt. Jetzt ist es so, dass wir ja insgesamt wirklich so viel Wert auf die Vielfalt legen. Wir sind aber dann bei der tatsächlich real existierenden sprachlichen Vielfalt in unserer Mitte oft sehr hilflos. Da ist eben auch der Perspektivwechsel nötig. Wir loben es, hier, das war in einem Artikel in der Zeit, wenn ein Kleinkind eben drei Sprachen spricht, aber wenn mal die Frage auftaucht, sollte Türkisch denn ins Gymnasium kommen, dann steht die Welt Kopf. Also nach einem Artikel in einer Heidelberger Zeitung, Türkisch wird Schulfach, wurde ich angerufen und die erste Frage, die man mir stellte, schadet das nicht dem Erwerb der deutschen Sprache?
Und nach dem, was ich jetzt gesagt habe, wissen Sie vielleicht, was ich geantwortet habe. Und ich habe gefragt, haben Sie sich mal gefragt, ob Biologie oder Latein oder Mathematik dem Erwerb der deutschen Sprache entgegensteht? Der Mann, der mich dann interviewte, der lachte dann auch. Also der sah schon, was er da eigentlich gesagt hatte. Ne? Was mich immer wieder überrascht, ist, wie bereit Kinder eigentlich noch sind zu lernen, obwohl die Bedingungen, unter denen sie das tun, oft wirklich ziemlich schrecklich sind. Hier ein Erfolgsbericht, ein paar Jahre alt, aus einer Mannheimer Schule, wo eine Pädagogin dann ganz stolz berichtet, wir haben Kinder, die haben am Anfang des Jahres, also in einem Diktat mit 70 Wörtern, 60 Fehler gemacht, jetzt machen sie nur noch 25, auch wenn das immer noch eine 6 ist. Also für Kinder, aber in Kevins Kosmos, also hieß der Artikel Kevins Kosmos, ist es ein Erfolg. Jetzt weiß ich nicht, in welchem Kosmos Sie leben. Aber in meinem Kosmos ist das kein Erfolg, wenn ich mich verbessere, aber ich komme ja nie von meiner Note weg. Ja, und deswegen sagte ich vorhin schon, sie überrascht mich eigentlich immer, wie bereitwillig, wie resilient die Kinder noch sind, dass sie lernen. Das ist ein Extremfall. Nee, aber wenn Sie diejenigen von Ihnen, die jetzt im schulischen Kontext, auch vorschulischen Kontext viel unterwegs sind, finden eben auch immer wieder solche Fälle. Und wenn man sich anguckt, wie der Umgang mit Fremdsprachen empfohlen wird von den Ministerien, dann sehen Sie, dass man andere Empfehlungen gibt an die Lehrer. Ne? Fehler als positiv, als sollen nicht streng benotet werden, als Schritt in die richtige Richtung gesehen werden und so weiter. Ich spare Ihnen jetzt den Text aus der Vorgabe des Ministeriums hier. Ne? So, also, die Familienministerin Schwesig hat vor ein paar Jahren mal gesagt, dass Sprache Austausch ermöglicht, Sprachaustausch bedeutet, Teilhabe und Integration ermöglicht. Das ist sicherlich so, aber umgekehrt geht genauso, nicht? Dass also Austausch, Teilhabe und Integration erst einmal den Spracherwerb ermöglichen. Sie brauchen eben einen sprechenden Kontext, um eine Sprache zu erwerben. Also man kann es genauso auch umdrehen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.